Hey, willkommen jetzt zu einer neuen The Sims 4 Let's Build Folge zu meinem Pastel Beach Home hier. Bauen in The Sims 4. Ich bin Daniel von SimFantasy. Letztes Mal haben wir angefangen hier zu bauen und so sieht das bisher aus. Gab wieder richtig coole Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Es ist so cool. Und viele fanden dann doch auch das Türmchen, so wie ich auch, so ein bisschen zu massiv. Da gucken wir auf jeden Fall noch dazu, ja. Und ich möchte auf jeden Fall auch hier, ne, das ist ganz wichtig hier jetzt am Anfang, wir müssen auf jeden Fall hier den Poolbereich oder den Garten ein bisschen größer machen. Ich würde das auch ganz gern so grün lassen, das sieht so schön, ne, begrünt aus einfach. Und ja, so ein bisschen, ne, wenn man das alles hier sprenkelt. Und ja, ich möchte das Ganze, den ganzen Flügel hier, sage ich jetzt mal, eins weiter nach hinten verschieben oder zwei Kästchen oder so, dass wir da auf jeden Fall noch mehr Platz haben für unsere Terrasse. Am besten wäre es, glaube ich, sogar, wenn wir das echt drei Kästchen rüberschieben, dass wir das echt bis zum Rand machen, weil da hinten will man eh nichts mehr haben. Und dann machen wir den Flügel einfach hier schmaler, hier drei Kästchen dann komplett, ja. Kommt hier alles eins weiter rüber, eieiei. Und dann haben wir das Türmchen vielleicht auch ein bisschen weiter weg, vielleicht machen wir das Türmchen auch ganz weg. Und dann gibt es da noch irgendwie einen anderen Bereich hier hinten. Also drei Kästchen hier alles weiter zurück, das machen wir so. Und dann passt das doch auch, oder? Weil dann können wir hier nämlich auch die Terrasse weiter nach hinten. Und dann haben wir hier noch mehr Platz hier, ja? Wir müssen hier komplett hier noch ein bisschen Platz rausholen hier für unsere Sims hier, ne? Alles hier drei Kästchen weiter zurück. Schon hat man mehr Platz hier. Weil das Grundstück ist relativ klein. Ich wollte aber nicht irgendwie auf ein größeres Grundstück. Grund ist einfach, damit, ne, man 30x40 hat man schon nicht so viele hier im Spiel. Und man soll ja auch noch so ein bisschen, ne, Platz dann haben. Und ja, deswegen machen wir das mal so. Wir sind ja noch relativ am Anfang. Da macht also nicht so viel aus. Blöd wäre es, wenn wir jetzt ganz viel schon gebaut hätten. Jetzt gucke ich mal, wie das aussieht. Manchmal kommen da auch ganz witzige Sachen kommen da auch mit bei raus. Jetzt sehe ich das gerade hier so. Wie können wir das einfach doch da lassen, das Türmchen, und das einfach hier irgendwie so anbauen oder keine Ahnung, ich weiß es noch nicht, wie wir das jetzt hinkriegen mit dem Türmchen. Ja, das ist so, ist wirklich schwierig, also ich bin da echt hier noch am Hangeln hier mit mir. Hier können wir auch eine schöne Dachterrasse machen, dass die dann so ein bisschen auf Stelzen passt, ja auch mal ganz gut. Ich möchte das jetzt einfach mal probieren, dass wir das, ne, wir könnten das Ding einfach wegmachen, dann hätten wir nämlich das Problem auch nicht mehr, dass man da nicht hochkommt, weil dann könnten wir das Ding jetzt so verschieben, dass man da hinten dann vielleicht hochkommt, ne, dass man da hinten vielleicht hochkommt. Hier wird wieder umgebaut hier, jeder kann sich hier wieder nicht vorstellen. Schreiben wieder bestimmt alle, boah, Daniel, ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, was machst du da so schön, alles, du machst kaputt. Nein, probieren raus, wir haben ja genug Zeit, stresst ja niemand. Und ja, wir können das einfach so ausprobieren. Wieso denn nicht? Wir machen das jetzt hier mal zu. Und dann tun wir das, das Türmchen hier quasi, dass man da auch... Das brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? So wirklich brauchen wir das ja auch nicht. Ist ja schwierig, was zu bauen. So, ne, dass wir das so irgendwie machen. Ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir das eins kleiner machen. Wir machen mal eins kleiner, ne? Das ist nicht so massiv. Dann haben wir da wirklich... Haben wir da wirklich so ein bisschen mehr hier? Ja, kommen da die Säulen hier weg. Oben natürlich wieder hin. Aber dann haben wir das mehr so, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So irgendwie. So richtig schöner kleiner Aussichtsturm da oben. Und dann können wir so ein paar Tricks hier noch. Ne? Wie kommt man jetzt da hoch? Hier, wir müssen nämlich auch mit einer Treppe hochkommen. Wir haben ja immer noch keine Wendeltreppen. Blödes Spiel, macht keine Wendeltreppen hier. Ja, dann brauchen wir da auch nicht vier Säulen, sondern können ja nur drei machen. Dann sieht das trotzdem statisch passend aus. Und dann könnte man hier hinten, könnte man jetzt, ne, also man macht das Dach hier einfach weg. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Trick hier, ne, man zu wissen, macht man das Dach hier als nochmal ein Dach, kopiert das hier. Und dann hat man hier nämlich so einen Platz. Da müssen wir natürlich dann zumachen, das kann man aber auch machen. Wir nehmen einfach nur so eine Halbschräge, die dann hier verwendet wird. Die muss dann natürlich vom Winkel her angepasst werden, damit das hier alles seine Richtigkeit hat. Und ja, das ist ja mal egal. Wir machen das einfach mal so. Ich mache hier natürlich die Umrandung hier wieder neu hin. Und da nehmen wir wieder das Weiß, was da so schön beige aussieht dann bei anderen Lichtverhältnissen. Hier können wir unsere Fenster wieder hin platzieren. Ne? Das passt auch schon. Sieht dann nicht mehr so massiv aus. Ne? So schwer. Das war so schwer, das Türmchen. Da haben wir jetzt nämlich Platz. Und das Coole dabei ist jetzt, dass wir jetzt hier...
Wir können jetzt hier probieren, da irgendwie eine Treppe hochzukriegen. Das ist jetzt schwierig, hier beim Rand darf man wieder nicht. Der lässt bei dich, die kann nicht an derzeitigen Ort platziert werden. Aber wir können da jetzt von innen eine Treppe hoch machen. Dann kommt man da oben raus. Das muss dann natürlich hier, da haben wir schon ein Räumchen, da ist unser begehbarer Kleiderschrank. Ist ein bisschen schadig. Aber vorne machen wir das nicht, oder? Ich weiß nicht, beim Pool, dass wir da vielleicht die Treppe machen, könnte man auch machen. Dann braucht man ein bisschen Flurplatz. Das wäre gar nicht mal so schlecht, weil dann könnte man hier direkt so auch rein in das Türmchen. Dann machen wir das doch so. Machen wir das doch so, weil dann weiter hoch muss man dann außen. Und da kommt man dann hoch und dann läuft man hier dann die Treppe hoch. Also müssen wir jetzt ausprobieren. Wir machen jetzt mal die Treppe von oben nach unten. Da müsste das doch eigentlich gehen. Kann keine Wand überschneiden. Ja, das Dach muss dann noch weiter zurück. Das ist aber blöd. Tja, Daniel, war wohl doch nicht so gute Idee. Dass man hier so auf jeden Fall hochkommt, weil da muss man irgendwie hochkommen. Das ist die Schwierigkeit hier. Denk nach. Wenn wir hier nochmal so ein... Lass mich das mal hier ausprobieren. Wenn wir hier nämlich nochmal so ein... Ne? Ja, das sieht jetzt aber mit dem Dach blöd aus. Wir könnten ja mal, hey, Moment mal hier. Wir können ja das mal probieren. Was ist mein Dach hier? Wir machen das einfach ganz schmal. Und hier auch ganz schmal, aber nur auf dieser Seite, ne? Geht da mit Shift, kann man da drücken. Dann hat man hier nochmal das Dach, dann sieht das nämlich nicht so verkehrt aus. Dann ist man immer noch im Dach quasi. Kann hier aber drum rumlatschen. Wie sieht das denn aus? Sieht auch komisch aus. Muss ja ausprobieren. Man muss ausprobieren. Ohne Ausprobieren gibt es keine neuen Sachen. Man baut dann immer nur das Gleiche und das will ja kein Sim, ne? Jetzt muss schon irgendwie anders. Hast mir jetzt besser vorgestellt, ganz ehrlich, muss ich schon sagen. Ja. Mach das doch mal wieder zurück. Ist echt blöd, dass es keine Wendeltreppen gibt, ne? Das verbaut einem immer das Ganze hier, weil die innen drin kriegen wir die Treppe nicht rein. Das ist im Verrecken, klappt das nicht. Weil das auch mit der Raumhöhe zusammenhängt. Dann müssen wir das Türmchen größer machen, das will ich eigentlich nicht. Hochkommen sollte man aber schon, ne? Es wäre nicht schlecht zumindest mal, da hochzukommen. Tja, dann war es das schon wieder, oder wie? Hier, was machen wir denn jetzt damit? Voll schade. Jetzt habe ich nochmal eine andere Idee. Wir probieren das mal aus, indem wir das einfach hier so wegmachen. Hier machen wir es wieder hin, dass wir wirklich unser Türmchen haben. Prinzipiell könnte man auch das jetzt hier einfach durchziehen, natürlich. Und... Nee, nicht so ganz, sondern nur bis dahin hier eben. Genau, und dann machen wir hier nochmal eine Dachterrasse. Das würde ja auch gehen. Dann hätte man da nämlich so einen Eingang dann zum Türmchen. Dann hätte man hier Platz ewig zum Hochlatschen. Brauchen wir so viel Terrasse? Das ist jetzt wieder die Frage. Wir können dann unten auch dann die Terrasse entfernen. Dann hätte man hier nochmal so eine Art Dachterrasse. Und dann bräuchte man die untere Terrasse und das hätte dann wieder mehr Platz für den... Aber wie sieht das denn aus? Das sieht irgendwie lame aus hier, ne? Wie ist es denn? Wie könnte man das denn hier noch schöner machen? Müssen wir einfach das Türmchen einfach auch an den Rand vielleicht so stellen oder so. Und das Türmchen hier an den Rand macht. Und dann kann man da vorne mal wieder nochmal so eine... Probieren das einfach aus. Kostet ja nichts. Wir haben alle Zeit der Welt. Braucht nur Geduld. Irgendwann kommt was Cooles dabei raus und dann denkt man nur, zum Glück hat man es ausprobiert, ne? Zum Glück hat man es ausprobiert. Im Notfall habt ihr immer noch Ideen. Das heißt, im Notfall, ihr habt immer voll tolle Ideen. Und dann kann man das hier immer noch hier, ne, cool machen. Und jetzt könnte man da... Ich weiß, das ist nicht mittig. Ich muss nur mal ausprobieren, wie das aussieht überhaupt oder wie das wirkt. Wie das hier wirkt. Ja, dass man das so irgendwie macht und dann so dann weiter nach hoch oben. Ja, das müsste dann so sein.
Das sah so schön gerade mit dem Eck, ne? So schön gerade. Das sah gerade so schön. Das sah gerade so schön aus mit dem Eck. Und dann hier, ich hätte gerne hier noch einen Boden. Mensch, du Spiel, du. Haben wir hier noch unseren Boden? So irgendwie, ne? Yes. Ja, natürlich muss hier das Ding weg, aber vom... Ja, dass man das so, dass man das am Rand eben macht. Ne? Das wäre so die Number 2 hier. Oder man macht die Treppen alle richtig rum, also... Das hier auch so rum. Über die andere Treppe einfach. Dann müsste man hier die Terrasse dann halt so ums Eck machen. So könnte man es auch machen. Dann hier oben drüber. Aber müsste das dann hinten? So, und da genau so. Ne? Da könnte man es so rum, könnte man es auch machen. Ich hätte schon gern so ein Türmchen. Ich finde das irgendwie voll cool. Aber das gefällt mir jetzt so von der Art gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Irgendwie ist das halt nichts. Nee, das ist halt nichts. Das ist halt nichts. Gehen das mal so, jetzt müsste es auch wieder stimmen. Ja, jetzt müssen wir das mal ausprobieren. Jetzt müssen wir das mal schön machen. Sag ich jetzt mal. Ne? Wir müssen das jetzt mal schön machen, dass wir das wirklich mal so auch machen, wie das dann nachher wirkt hier. Ja. Wirkung. Und wo ist nachher Wirkung? Schon was, ne? So ein bisschen Schnörkelcharakter, aber es ist ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel irgendwie. Das ist so ein bisschen. Irgendwie hat es was, aber irgendwie ist es nichts. Nee. Also, es ist schon so nicht schlecht, aber irgendwie. Irgendwas ist komisch. Müssen wir das hier, aber wir halt nur ein Stockwerk haben, ne? Wir machen das Türmchen einfach weg. Wir machen das Türmchen weg. Wir machen das einfach eins tiefer. Wir machen das einfach eins tiefer alles, oder? Wir machen das so. Und lassen das hier eins überstehen. Das probiere ich jetzt mal aus. Kommst du da runter mal bitte? Danke. Probieren das mal so aus. Wie sieht das denn aus? Da oben nochmal so eine Dachterrasse hier irgendwie. Ich möchte halt irgendwas Besonderes noch machen. Das soll nicht alles so lame-arschig aussehen. Ich möchte irgendwas Cooles. Aber es wirkt einfach nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Echt schade. Richtig schade, schade, schade. Ich denke mir immer, wow, da kann man so viel draus machen. Aber irgendwie, wenn man es dann anguckt... Ja, und dann denkt man so, naja, ist okay, aber ist jetzt auch nicht irgendwie das Wahre hier. Vielleicht müssen wir auch einfach so ein bisschen Deko noch hinpapseln, ne? Also das ist ja auch oft so, man sieht es an, man guckt das an und denkt dann so, vielleicht braucht es da einfach noch sowas. Dann sieht nämlich das hier alles gleich ganz anders aus. Vielleicht braucht man da noch irgendwie eine Pflanze oder irgendwas, eine hübsche Deko oder ein anderes Licht oder irgendwas, damit das hier stimmiger einfach wirkt. Ne, hier dann vielleicht so ums Eck rum noch. Man braucht unten vielleicht noch eine Balkontür oder irgendwie irgendwas, irgendwas Feines hier noch dazu. Irgendwas. Na, vom Stil her schon die, würde ich sagen. Eigentlich sehe ich die auch hier eher zur Terrasse raus, ne, zum Pool raus. Irgendwie so. Eine kleine Tür und dann so ein bisschen hier noch. Ich weiß nicht, vielleicht das hier, aber irgendwas in die Richtung auf jeden Fall, dass wir das hier noch anbringen. Dann, ne, man muss das ein bisschen vielleicht dekorieren und dann merkt man, hey, das ist eigentlich voll geil. Manchmal denkt man aber auch dann, hätte es mal lieber gleich verworfen. Ja, das ist ja auch wieder unsere Farbe. Natürlich müsste man auch hier dann wieder so eine Art Pflanzentopf hier machen oder so, ne, ne? Ist das hier so eingegrünt ist. Eingenässt, eingegrünt.
Und irgendwie, ne? Also das muss man schon so ein bisschen, aber das probiert man jetzt einfach mal aus. Und man sieht ja dann, wie es wirkt dann, ja. Das ist dann, es darf hier ruhig so ein bisschen, ja, buschiger sein. Dann auch. So probiert, das ist jetzt hier wieder schade. Das Dach, entweder geht's rein oder das müssen wir noch abwarten mit dem Haustiere-Erweiterungspaket, die Hunde und Katzen. Dann ist das nämlich hier anders. Ne? Dann ist das hier so ein bisschen mehr freier mit den Dächern. Da gibt es ein schönes Update dazu. Ja, das war eigentlich schlecht. Ist auch nicht schlecht. Aber wenn schon, denn schon. Ne? Dann will ich das hier schon jetzt auch. Machen wir das hier quadratisch, oder? Hat auch was. Und jetzt probieren wir mal was aus. Und zwar mit den Spandrillen. Die kann man ja auch mal ganz gut verwenden. Ne? Da gibt es immer ganz schöne Möglichkeiten. Oder ganz schreckliche. Aber... ja, wirklich mal. Ey, da muss man irgendwas mal hier probieren. Guck mal, das sieht ja gleich hier aus wie der Palast von Rapunzel oder so. Fast schon orientalisch hier. Aber so ein bisschen südländisch darf es ja ruhig wirken. Ne? Vielleicht nehmen wir auch da wieder so einen Blauton. Weil man muss, glaube ich, die Dinger echt mal verwenden. Sonst kommt man dazu nichts. Das ist echt schön, ne? Das hat echt was. Das hat so einen richtig schönen Charakter irgendwie, finde ich. Also man kann da schon was reißen hier noch, ne? Also es ist nicht so, dass man da irgendwie... Jetzt können wir überlegen, ob wir das Dreierkästchen mäßig machen oder vier Kästchen. Ich glaube, wir machen schon hier vier Kästchen. Also zwei, zwei, zwei. Ja, dann sind sechs Kästchen, aber ne? So vom, es gibt ja auch einen Dreierbogen, aber ich würde dann schon einen 2, 2, 2... Bogen machen. Gucken wir uns das jetzt einfach mal an, wie das wirkt. So, Spandrille. Die Spandrille. Die Chanelle, die Spandrille. So. Ja, so ein richtig schönes Pavillon ist das jetzt, ne? Eieiei. Vielleicht können wir aufs Dach auch noch irgendwas machen, dass man da noch mal, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob da irgendwas hier noch... Nein, es war nur ein Spaß, aber irgendwas... Keine Ahnung, ne? Wisst ihr irgendwie so, was muss da noch irgendwie oder was? Wie oder was oder wo oder weil wen hier was? Irgendwas muss hier noch oben drauf hier, ne? So irgendwo. Sieht ein bisschen schwer aus für so ein leichtes Gebäude. Hier das mit den Fenstern, da ist auch nicht so schön. Bisschen tiefer. Ist ja auch noch nicht fertig, ne? Also man kann ja nochmal überlegen, wie man das dann schön macht. Wir können hier auch noch eine Umrandung hinmachen. Also so finde ich es jetzt gar nicht mal so schlecht, weil es entwickelt sich ja alles immer auch so ein Stück. Und wenn man dann da noch so ein bisschen Schnörkel hin macht und so ein bisschen farblich das anpasst, ja, da will ich jetzt doch ein weißes nehmen, dann sieht das gleich ganz anders aus und hat dann irgendwie einen besonderen Charakter. Ne? Da hat sich jemand ausgelebt. Nur das mit dem Dach hier, das gefällt mir noch nicht so ganz. Das ist mir noch so ein bisschen Bauchweh. Aua. So, ich muss auch hier jetzt mal diese Poolumrandung ändern. Da habe ich nämlich was ins Auge, jetzt ist mir was ins Auge gefallen letztens. Und zwar das, war das das? Also das ist schon hier halt, aber da gibt es noch ein bisschen dezenter. Genau das hier aus Zeit für Freunde gibt es auch so ein blaues. Das ist ganz schön auch, finde ich. Das ist richtig schön. Und man müsste hier dann, da würde ich also mal gucken, ob, wie das aussieht. Aber hier solche Wege da machen. Und die können wir auch vergrößern mit dem Vergrößerungscheat. Und dann lassen wir die Treppe muss man da eigentlich lassen beim Ding, ne? Dann können wir mal hier so einen Weg machen zum Pool quasi, ne? Das haben die ja auch ganz oft, dass das dann hier, ne? Der Weg dann mit Platten ist. Und ja, ansonsten ist es halt grün. Man kann ja auch durchs Gras latschen. Aber so, dass das mal hier so grob irgendwie, ist ein bisschen sehr groß, ne? Klein sind auch nicht schlecht, aber finde ich ein bisschen zu mini. Kann man ja gerade so drauf hüpfen hier. So eine breite Treppe. Dann so eine Mini-Pfütze hier. Wir probieren das jetzt mal aus. Das geht jetzt ja auch nicht ganz so sauber auf, ne? Vielleicht so irgendwie machen. Und da dann auch wieder. Also ich möchte halt ganz oft so dieses.
Ich mache das jetzt wieder ganz grob. Natürlich nehme ich nachher nicht immer den gleichen Stein. Aber dass das nochmal irgendwie hier mit drin ist. So, dass das... Dass wir da dann nochmal diese Art Gartengestaltung hier so ein bisschen, dass die rüberkommt, dass die überschwappt. Ja, genau. Und dann probieren wir mal nochmal was mit diesen da. Die sind mir auch gerade wieder ins Auge gefallen. Hier, dann nehmen wir so Dinger, die würden natürlich auch gut aussehen um den Pool wieder rum, ne? Das wäre natürlich auch schickimicki. Aber ich möchte so gern dieses Blau da noch so ein bisschen mit drin haben. Vielleicht fließen wir auch einfach den Pool nur damit und lassen die Umrandung dann aus diesem Holz oder so. Also es soll aber auf jeden Fall hier irgendwie so auf jeden Fall dieses Thema. Ich liebe ja diese Dinger als Poolumrandung sowieso total. Dass wir das mit denen echt vielleicht machen. Dann hat man mehr so einen Holzpool. Dann sieht es auch nicht so, das ist auch nicht so schlimm. Wenn man dann da nicht hinkommt. Also wenn man da dann durch den Garten läuft, dann hat man da auch schon sowas. Und dann kann man das hier dann, dann ist das, wenn es gefliest ist, sieht es halt so gefliest aus. Ja, ach nee, Daniel, Mensch, mir hat mal die Fresse. Ist ja so ein bisschen, ne, so fester halt, ne, so ein bisschen erschlossener. Und das Holz ist mehr so, das ist ja echt schwierig, da das ums Eck zu machen. Das Holz ist so ein bisschen dezenter oder nicht so befestigt. So, das Wort hat mir gefehlt, befestigt. Befestigt, ja, ist nicht so befestigt. Ja, wir machen das schon noch sauber. Ich möchte jetzt mal grob machen, um das mir anzugucken, ob das überhaupt was ist. Und wenn es dann was ist, dann machen wir das natürlich richtig schön sauber auch. Dass das schön aufeinander liegt. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Gar nicht mal so schlecht. Das muss oben drauf. Ja, das ist gar nicht mal. It's not that bad. Ja, muss man schon sagen, ne? Nicht so verkehrt hier. Gar nicht mal so verkehrt. Adams Eck ist halt echt hässlich. Ja, es ist so ein bisschen schwierig. Schwierig. Ich kann ja auch hier nicht weiter rein, sonst sind wir ja im Ding drin und hier kann ich nicht weiter raus. Doch, kann ich. Sehr gut, dann wird es ja doch gehen. Ja, man sieht das vorstellen, komplett drumrum. Ist nicht schlecht, ne? Vielleicht macht man das auch dann doch quadratisch, dann hat man das mit dem Eck nicht. Ja, muss man überlegen. Ihr könnt es ja mal gern kommentieren, wie ihr das findet mit diesem Holz hier. Ob ihr das gut findet oder nicht so gut. Vielleicht machen wir auch einfach nur auf einer Seite oder so eine Art Terrasse, ne? Dass man hier vielleicht mal sowas noch macht oder so. Dass man das hier vielleicht... Ne, für die Liegestühle oder keine Ahnung. Sondern das irgendwo noch drumherum. Ich mach's mal direkt hier. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil da hinten sind ja die Pflanzen. Und man da nochmal diesen erschlossenen Teil. Und das irgendwie hier ist, damit so eine Terrasse da noch so macht, irgendwie am Rand. Wie sieht das dann aus? Müsste die Poolfliesen eigentlich dann schon da lassen, ne? Und erst weiter hinten anfangen. Daniel probiert aus. So ist das halt. Ja, muss man probieren. So. Ja, das ist jetzt wieder schwierig. Was du vom Grundgedanke, was sagt ihr denn dazu? Wenn wir sowas noch irgendwie machen, hat man da nochmal so einen Liegestuhl drauf, muss man sich auch aus. Liegestuhl haben wir nicht, aber. Ne, unsere schönen Außenmöbel hier, unsere. Die gibt's doch jetzt auch. Also die sind auf jeden Fall sehr cool. Die sind auch so ein bisschen 50s, sag ich jetzt mal, ne? Wir haben ja immer so ein bisschen 50s-Style hier drin auch. Leicht zu krass. Aber wir haben ja auch die normalen hier, die da. Da gibt's, glaube ich, auch ein Pastelltönchen. Haben wir da nichts Pastellisiertes? Das hier zum Beispiel. Das ist so eine schöne,
Ne, ist ein bisschen kitschig wieder. Wir haben dieses Rosa-Zeugs mit drin. Und es ist trotzdem, ne, so ein leichtes Rosa, ne, so ein dezenteres. Es ist immer noch, könnte ein bisschen dezenter sein, ja. Aber man muss ja nehmen, was man kriegt. Hier haben wir auch noch so ein paar Töne. Die passen natürlich auch immer. Ne? Da gibt es auch genau sowas. Ist sehr cool. Ein bisschen zu krass, finde ich aber. Und natürlich nicht so leichte Dinger, ganz normale Korbdinger oder sowas. Also da findet man auch was. Weiß passt natürlich auch immer zum Pastell. Man muss ja nicht die Couch auch rot machen. Die ist auch so ein bisschen wie so eine Schlafcouch mehr, wie so ein... Ja, geht aber noch für außen noch durch, weil die Kissen zu außen, wenn man die kurz wegmachen kann, ne, wenn es regnet oder irgendwie so. Und deswegen, also da können wir uns bestimmt noch mal was... Da kommen wir auf irgendwas noch. Also ich habe jetzt mal hier so, dass so grob hier... Ja, so grob hier irgendwie. Ich bin gerade auch die ganze Zeit im Überlegen, wieso probieren wir das nicht mal aus? Wie sieht das denn aus mit Sand einfach? Wieso machen wir nicht einfach mal Sand? Wir können doch hier uns auch so ein bisschen Beach-Feeling reinholen. Ist ja das Pastel Beach. Wieso machen wir hier nicht Beach? Wieso nicht Beach? Wieso nicht? Und dann die grünen Flecken hier da drin. Das ist doch schön. Machen ja ein Beach-Feeling hier, ne? Sieht das gleich wieder nämlich ganz anders aus mit dem Holz. Das passt dann viel besser. Und hier machen wir wirklich so grün. Das darf dann auch so ein bisschen überlaufen, sag ich mal. Damit das, Na, ist auch nicht schlecht. Was sagt ihr denn dazu? Wollt ihr das lieber grün haben, bewässert oder mit Absicht beachmäßig? Dann würden die Fliesen, finde ich, sehen ja auch besser aus. Hat auch was. Hat echt was, finde ich. Doch. Du, die Terrasse wäre vielleicht hier dann gar nicht so schlecht, ne? Und hier dann. Ja. Also das können wir machen, wie ihr wollt. Ihr müsst ja mir das nur mal schreiben und so ein bisschen liken dann auch die Kommentare mit den Ideen, die ihr gut findet. Und da oben kann man auf jeden Fall einen coolen Partybereich machen. Ne? Wer will hier oben nicht eine Geburtstagsparty feiern hier? Ja, da kann man richtig schöne Lichterketten noch hinmachen und so ein bisschen Party-Feeling. Und hier dann eine schöne Grill- und Essterrasse hier so, ne? Und ja, das wird, glaube ich, ganz cool. Vielleicht noch irgendwo ein Wasserfall, so ein bisschen mehr Tropenfeeling doch nochmal. Durch so ein paar kleine Palmchen hier. Das sind doch schon die kleinen Palmchens. Das sind doch die kleinen Palmchens hier. Da wollen wir doch noch ein paar mehr haben, oder? Da muss man irgendwo nochmal ein bisschen was hier unterkriegen hier. Das ist nämlich so einen tollen Schattenwurf. Das ist so genial. Und dann mit so Steinchen und so ein bisschen hier auch so ein bisschen abgerundet. Dann hier noch so. Also ich glaube, so vom Ding kann ich es mir gut vorstellen. Ne? Von der Umrandung und so ein bisschen so tropisch. Das passt dann schon. Also irgendwie passt das schon. Das passt schon. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht so ein Puppenhaus rausstellen oder so für die Kids. Dass man dann den Strandbereich wirklich so einsteinelt. Ja, also wir mal gucken. Vielleicht können wir da oben auch noch ein bisschen was Schöneres machen, dass wir da, dass wir das Dach so ein bisschen langweilig, ne? Wenn wir jetzt heute schon das hier gemacht haben, dann machen wir das heute mal auch ein bisschen fertig, sage ich mal. Dass wir da oben dann eventuell mal so ein Türmchen drauf machen. Dass das nicht ganz so trist aussieht, oder? Oder wir machen da sowas irgendwie, oder was? Ne? Dass man das hier so nochmal abschließt, sage ich jetzt mal. Nee. Was ist das für ein Kack? Da muss man auch nochmal das hier nehmen, hm? Das sieht dann nämlich gleich so aus, wie wenn da oben nochmal so ein Licht reinkommt oder irgendwie so ein bisschen mehr noch Türmchen-Style in the morning. Ich doch Mini. Auf jeden Fall ist es nicht so langweilig dann, ne? Boah. No. Vielleicht sowas dann noch da rein oder so. Boah, das ist halt doch größer als gedacht. Aber irgendwas. Ist da kein Mittelfenster hier, mittiges. Mann. Ich hätte das gern mittig. Wieso kriege ich das nicht mittig? Ach ja, heute ist wieder ein bisschen der Wurm drin gewesen auch, muss man schon sagen, ne? Also manchmal ist es so. Manchmal flutscht es hier.
Manchmal ist einfach der Wurm drin. Ich fand es jetzt so dann doch besser. Also wenn man das schon so macht, vielleicht können wir dann da auch nochmal diese da, diesen hier oder diesen da. Und das nochmal hier nimmt oder so. Nee. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich fand das mit dem Pavillon eigentlich doch ganz gut, muss ich sagen. Ohne alles. Ja, vielleicht noch irgendwie so ein Fähnchen obendrauf oder vielleicht auch sowas. Wieso denn nicht sowas einfach? Das hat doch auch so ein bisschen Charakter hier, oder? Bisschen mediterran, bisschen südlich. Bisschen südlicher ist halt wieder so schwer. Das ist immer so schwierig bei so Strandhäusern. Die sind eigentlich eher leicht. Leichtbauweise. Aber irgendwie so ein bisschen Schnörkelkrams möchte ich doch noch haben. Das soll so ein bisschen verspielter noch wirken. Aber das ist alles auch nichts hier, ne? Das ist echt schwierig. So eine Flagge, das passt vielleicht. Na, das ist nochmal so hier so. So, nicht beim Wetter hier schwimmen hier. Nicht bei starkem Wind schwimmen. Irgendwas in die Richtung. Vielleicht auch grün, das nicht so arg auffällt. Doch ein bisschen. Ja. Familienwappen oder. Ups. Ja, irgendwie kriegen wir das da noch hin, ja. Ja, da muss auch ein bisschen hier was gemacht werden. Ich möchte auf jeden Fall so Lampignons noch hin. Am liebsten Fackeln, aber haben wir nichts Schönes. Aber diese Lampignon-Dinger, die sehen ganz cool aus. Das ist als Außenbeleuchtung, dass es schön schummrig dann auch ist. Und ja, am liebsten auch noch sowas hier auf den Tisch, ne? So schöne Blümchen, dann haben wir noch so ein Tischchen. Hier können wir noch dann so, da gibt es nämlich auch diese rosafarben-Dinger, ne? Das ist auch wieder so ein bisschen kitschig dann. Schon schön. Da gibt es schon schöne Sachen hier, die man da verwenden kann. Also das hat schon was, glaube ich. Das hat schon was. Da kann man schon was draus machen. Das wird schon eine coole Strandparty hier. Vielleicht auch von Palme zu Palme oder das probieren wir jetzt mal aus. Nehmen wir da das Ding hier so. Und das kommt da rüber. Ja, hat schon was, ne? Schon ein bisschen. Ja. Ja, so kitschig stelle ich mir das wirklich vor. Ich möchte mal so eine Reihe echt bauen, weil ich habe das irgendwie noch nie so gemacht. Und gerade solche Objekte auch, ne? So ein bisschen leichter Schnörkel, trotzdem relativ dezent. Die Blume passt ja auch wie die Faust aufs Auge, aber die ist mir ein bisschen zu kitschig dann. Vielleicht ein bisschen Krams hier, aber nicht zu viel. Das ist mir wieder zu ein bisschen, ne? Das ist mir zu kitschig. Aber so ein bisschen in die Richtung, ne? Darf schon gehen. Soll es auf jeden Fall auch gehen. Und diese schnörkeligen Zäunchen und so ein bisschen, ne? Die Kürchen, die passen da auch dazu. Wir haben immer wieder diese Musterwiederholung dann auch drin. Und dann wirklich diese pastellartige, die ich letztes Mal schon gezeigt habe, Einrichtung. Das ist wirklich schön. Rosa, blau und vielleicht auch ein paar andere Pastelltöne noch mit reinbringen. Grün passt ja da auch rein, wenn man so ein dezentes Grün hat oder so ein dezentes. Und dann so ein bisschen Kitschmöbel, dann ist das, glaube ich, richtig schick. Also schön weiß, warm und ne, so in diese Richtung. Vielleicht den Teppich gar nicht mal so arg. Der ist so ein bisschen fast wieder zu viel. Und da freue ich mich mega drauf. Wenn ihr Ideen habt, gerne kommentieren. Ich bin Daniel von SimFansD. Das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal zu meinem Pastel Beach Room House hier. Und natürlich jetzt an einem anderen Video eurer Wahl. Wenn ihr noch mögt, bis denn. Macht's gut. Ciao.